Ja, die CDU, sie geht nicht gerade geschickt um mit jugendlichen potenziellen Wählern. Das hat sich ziemlich deutlich gezeigt in der Reaktion auf das YouTube-Video von Rezo. Und das zeigt sich jetzt auch wieder in den Äußerungen von Annegret Kramp-Karrenbauer. Ganz genau. Sie stört sich daran, dass Rezo und andere YouTuber im Netz aufgerufen hatten, nicht die Union zu wählen. Und sie kritisiert, dass es keine Regeln für politische Meinungsmache im Netz gibt. Aber Jugendliche in sozialen Netzwerken, die erwarten in der Regel eben genau dort einen Austausch und keine Maßregelung rund um die Wahlen. Der richtige Umgang mit den kritischen YouTubern, irgendwie scheint der CDU nicht in die Wiege gelegt. Zuerst blieben zu lange Reaktionen auf das Rezo-Video von Seiten der Christdemokraten aus. Jetzt kommt die Beurteilung nachträglich von der Parteichefin. Und die Frage stellt sich schon mit Blick auf das Thema Meinungsmache. Was sind eigentlich Regeln aus dem analogen Bereich und welche Regeln gelten eigentlich für den digitalen Bereich, ja oder nein? Das ist eine sehr grundlegende Frage, über die wir uns unterhalten werden. Sie fordert, dass es Regeln geben müsse, die auch für YouTuber gelten sollten. Welche das sind, sagte sie nicht. Fakt ist, ihre Gedankenspiele zur angeblichen Meinungsmache, sie rufen einen Entrüstungssturm in den sozialen Medien hervor. Für die meisten sind ihre Worte ein Angriff auf das Grundrecht der Meinungsfreiheit. Die Kritik von FDP-Chef Lindner geht in die gleiche Richtung. Das kann ich kaum glauben, twittert er. Wir brauchen im Gegenteil mehr offene Debatten, auch in sozialen Medien. Und die Grünen-Fraktionschefin findet, dass Annegret Kramp-Karrenbauer nicht andere für das CDU-Ergebnis verantwortlich machen sollte. Unter dem Hashtag Zensur äußerten sich Tausende im Netz, vergleichen Kramp-Karrenbauer gar mit dem türkischen Präsidenten Erdogan. Die holt prompt zum Gegenschlag aus, twittert, dass es absurd sei, ihr zu unterstellen, Meinungsäußerungen regulieren zu wollen. Sie habe nur darüber sprechen wollen, welches die Regeln sind, die im Wahlkampf gelten. Immerhin gibt die CDU inzwischen kleinlaut zu, dass die Online-Kommunikation der Partei viel zu mickrig sei. Es fehle an Ressourcen, mit jungen Menschen in Kontakt zu treten.